Aua, das tut weh. Ja, wenige Tage vor den Ostwahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg kommt Edeka nun mit einer neuen Werbung um die Ecke. Und die müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Warum bei Edeka blau nicht zur Wahl steht. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Salat, violette Trauben. Gibt's sowas? Naja, egal. Orange Möhren, pinke Drachenfrucht. In der Edeka Obst- und Gemüseabteilung herrscht die bunte Vielfalt. Oder etwa doch nicht? Wer genau hinsieht, sieht eine Farbe nicht. Blau. Und das ist kein Zufall. Denn blaue Lebensmittel sind ein Warnhinweis der Natur, der uns sagt, Achtung, ich könnte unverträglich sein. Und da muss ich schon sagen, hat der Praktikant eurer Marketingabteilung nicht ordentlich recherchiert, denn es gibt ganz, ganz viele blaue Früchte. Beispielsweise blaue Trauben, extrem gesund. Oder Brombeeren, ebenfalls extrem gesund. Oder auch Feigen. Aber komm, egal. Die Evolution hat uns gelehrt, blau ist keine gute Wahl. Und jetzt kommt echt ein genialer Move. Und wo wir bei Wahlen sind, nicht nur bei Obst und Gemüse ist blau der natürliche Feind gesunder Vielfalt. In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Wer hat euch das jetzt gesteckt? Faeser, Haldenwang oder doch Lisa Paus? Naja, würde mich einfach mal interessieren. Lasst uns also zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September die Warnhinweise richtig lesen und für ein verträgliches Miteinander sorgen. Denn wir lieben Vielfalt. Ja, liebe Verantwortlichen der Edeka-Gruppe, vielleicht sprecht ihr mal mit den Angehörigen vieler Opfer, die durch diese schöne, bunte Vielfalt in den letzten Jahren getötet oder verstümmelt oder psychisch für ihr Leben gekennzeichnet sind. Sprecht vielleicht mal mit denen, was die von eurer Vielfalt halten. Ich glaube nicht so viel. Und außerdem kann man auch in anderen Supermärkten schön einkaufen, die nicht versuchen, ihre Kunden zu indoktrinieren. Schönen Tag noch.